Herzlich willkommen zu Die Sims Mittelalter. Psst. Ach so. Oder? Doch, sie steht auf. Gut, dann muss sie aber erstmal für kleine Mädchen, dann muss sie sich frisch machen, aufbrezeln und ihr Aussehen überprüfen, ob eine Falte dazugekommen ist. Oh, Entschuldigung. So, und sie soll jetzt dann, dann muss sie den Majestät sagen, dass sie bereit ist, den Thron zu übernehmen. So. Ich kam gerade nicht so darauf. Und dann musst du auf jeden Fall dann noch Essen machen. So. Dann könntest du mal den Malz zu dir rufen, bevor es dann ernst wird. So, was ist er nochmal? Er ist kleiner Zauberer. Du musst ja Malz werden wir so lange machen, bis ein kleiner Ritter oder Ritterin rauskommt. Ne? Also, wenn du das nächste Kind kriegst, sorg dafür, dass es Ritter ist. Ansonsten, ja, geht's munter weiter, bis es halt das Kind dementsprechend ist. Labrem doren hostima. Hostima ilbanza crexion. Lehrstunde in Simlich. Samenbrei. Wie viel hast du? Ja, 12. Mach dir mal deinen Samenbrei. So, da läuft gerade eine Wache ins Kasernchen hinein. So. Wir gucken mal in der Zeit, wo ihr Freund herumläuft. Ich tipp mal, er wird jetzt da hinten hinlatschen. So. So, dann kann sie ihn ja zu sich rufen. Naja, er könnte natürlich auch zum Schloss laufen. Aber doch, er läuft Richtung Schloss jetzt. Gut. So. Dann kannst du ihn jetzt mal herbeirufen. So. Ja, er kommt. So. So. Hallo, Schatz. So, romantisch. Aussehen loben. Schüchternen Kuss. Romantisch umarmen. Wir müssen das ja hochfahren. Also hier die Beziehung. Also, damit sie halt auch hier geblieben. Brrrt. Jetzt haut er schon wieder ab. Gibt's auch gar nicht. Hm.
Wo ist er denn? Wie mehr. So, gut. Oh. Das gefällt ihm. Huch. Ja, immer diese zwei Gebäude nebeneinander. Das ist immer das Problem. So, jetzt ist sie sehr verführerisch. Das ist gut. Was haben wir denn? Wange streicheln. Leidenschaftlich küssen. Okay. Mal sehen, wo er dann hinläuft. So. Hand anhalten. Selechin, Selemesh, Pusa. Lobralin. Schwupp. Urvet, Swefikan. So, was soll sie? Zukunft. Ja. So. So, gut, gehen wir schon mal ins Schloss hinein. Vielleicht kommt ja auch. Na gut. So. Wo bist du denn? Nö. Ach so, sie steht da in der Ecke. Gut. Dann macht ihr halt jetzt so mit, auf jeden Fall zwei bis dreimal macht ihr das mal. Hannes hat ja direkt beim ersten Mal getroffen, aber das kann ja auch an Hannes liegen. So. Also forschen soll sie und Waffengang. So. Ja, sie weiß ja, was auf sie zukommt. Weil einen kleinen Zauberer hat sie ja schon. Zwar nicht von ihm, sondern von Hannes. Aber jetzt muss er halt ran. So, dann bitte nochmal und nochmal. So. Dann müsste auf jeden Fall es dabei sein, dass sie jetzt geschwängert worden ist. Oder geschwängert wird halt. Weil dann haben wir sie viermal Techtelmechtel gehabt. Also ich fände das richtig toll, wenn auch das in Sims 3 eingebaut worden wäre und auch in Sims 4, dass auch ein normales Techtelmechtel, ja, sag ich mal, eine bestimmte Prozentzahl hätte, die zu einer Schwangerschaft führen würde oder führen könnte. Sagen wir mal so 15-prozentige, 15 bis 20-prozentige. Weil das wäre sehr interessant, von meiner Seite zumindest, dieser Kitzel. Wird sie schwanger oder wird sie nicht schwanger?
So, danach kann sie meinetwegen erstmal, damit wir bei der Quest vorankommen. So. Na. So, er dampft jetzt bestimmt ab. Der hat ja seine Dienste. So, bereit machen, um die Krone zu vertreten. So. Wir werden es ja dann mitkriegen. So. Wir spähen schon mal da rein. So, hier geht's ja immer recht flott, was die Angaben angeht. Die Schwangerschaft geht ja auch schnell vorüber, sage ich mal. So. Daron molesh, no des, So. minaga, uneg. So, Majestät, ich bin bereit, um Ihre Krone zu übernehmen. So. Imbat, ah ja. Nedrelin. So, danke, dass du mich vertrittst, begabte Dala. Fackel das Königreich während meiner Abwesenheit nicht ab. Kerena, die Dienerin, bring mein Gepäck sofort zur Hafenanlage. Okay. So, und jetzt sollst du. Wunderbar, ich lebe meinen Traum. Als erstes steht ein wenig Rumhocken auf dem plüschigen Thron auf dem Programm. Okay. Sie soll auf dem Thron sitzen. So, der sieht aber gar nicht so gemütlich aus. Voll ein. Wo ist daran plüschig? Da liegen ein paar ja, Art Teppiche. Ah, das ist das wahre Leben. Wenn ich keine Lust mehr habe, auf dem Thron rumzuhocken, sollte ich rausgehen und die Leute wissen lassen, dass ich alles unter Kontrolle habe. Gut. Ich werde mich unter mein Volk mischen und sie wissen lassen, dass alles in Ordnung ist. Okay, dann kannst du aber erstmal nach Hause. So, ja. Halt. So, gut. Dann machen wir nämlich jetzt erstmal das. Sie hat ja jetzt etwas für die Hauptaufgabe gemacht. So, gut. Machen wir erstmal. Ja, wir können eigentlich mal. Ach, du kannst einfach hier mal ein bisschen sammeln. Dann hat sie etwas Stuff für ihre ganzen Sachen. Kannst du das entdecken? So. Der geht's richtig gut im Moment. Es läuft. Aha. Jawohl, da haben wir ja schon das Ergebnis. Hier ist schlecht und ja, wegen unbekannter Ursache. Ja, wir wissen ja, was die unbekannte
bekannte Ursache ist. In ihr wächst ein Würmchen heran. Ein Bündel. Das ist gut. Hätte mich auch gewundert, wenn sie nicht Folgen hätte. Schließlich hat sie 5-mal mit ihrem Mann geschlafen. Ja, und im Mittelalter hatten halt die Leute nicht unbedingt viele Möglichkeiten zur Verhütung. Manchmal ganz schön, ja, sag ich mal, ja, es konnte auch, je nachdem, ja, zum Tod führen. Weil die haben dann teilweise Tinkturen genutzt. Und ja, die waren halt dann nicht ganz ohne, sag ich mal. So, dann kannst du das mal einsammeln. Dann kannst du das sammeln. So. Kannst das entdecken. So, gut. Schwupp. Schon haben wir erfahren, dass sie schwanger ist. Und die dauert ja jetzt auch nicht so arg lange. Das ist sehr angenehm, dass das hier recht flott geht, weil halt nun mal nicht das ja nicht der Schwerpunkt des Spiels ist. Der Schwerpunkt des Spiels ist ja nun mal wirklich hier die ganzen Quests abzuarbeiten, um sein ja sein Bestreben abzuschließen und ja, die Kinder sind eigentlich nur dafür da, um falls dem Sim was passiert, also deswegen versuche ich auch es hinzukriegen, dass halt immer hier halt ein Zauberer, sie ist Zauberin, sie hätte halt jetzt abgesichert, falls ihr was passiert, rutscht ihr Sohn nach und deswegen müssen auch nochmal unsere Monarch und die Spionin ein Kind zeugen, damit auch eine Spionin dazukommt. Weil die Kinder rutschen halt dann wirklich einmal tief runter, rutschen halt die Kinder direkt nach. So. Reinspähen. So, jetzt muss sie sich erstmal übergeben. So, sie soll ja Waffengang wahrsagen, ja. So, dann Waffengang wahrsagen. So. So, und dann musst du 2 Stunden forschen. So, und wie es dann weitergeht, sehen wir dann im nächsten Part. Schön, dass du dabei warst. Schön wäre es, wenn du auch im nächsten Part dabei sein würdest. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen schönen Tag, einen schönen Abend, viel Spaß und bis denn dann. Tschüss. Ah, schön, ne?